Einen wunderschönen guten Tag, Couchos. Dritter Versuch. Dead Cells. Aber das hier ist schon ein komischer Ort, daran besteht kein Zweifel. Das wird bestimmt ein toller Anblick, wenn du, der Sammler, all die Flaschen zum Leuchten gebracht hast. Wait, what? Aber daran arbeitest du ja nicht. Wahr? Nicht wahr? Du legst dich ganz offensichtlich ins Zeug. Genau wie all die anderen. Okay. Oh, lol. Ich verstehe. Das sind alle Sachen... Ach, du Heil. Das sind alle Sachen, die ich freischalten kann. Ich weiß, was du getrieben hast. Oh ja, ich kenne jedes deiner schmutzigen Geheimnisse. Und ich habe sie alle in meinem kleinen Buch aufgeschrieben. Das ist ebenso mein Ding. Du bringst Monster um, ich mache mir Notizen. Achso, der zeigt mir hier einfach, was ich schon habe, oder? Ja, der zeigt mir einfach, was ich schon habe. Was ist das hier? Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich da durch will. Wir nehmen mal den Bogen mit. Gucken wir doch mal, was passiert. Ich kann das nicht öffnen. Okay. Das war eigentlich gar nicht der Plan, da runter zu gehen. Ich hatte nicht realisiert, dass ich auf einem auf so einem Boden stehe, wo ich durch kann. So, da könnte ich runter, da kann. Ah ja. Dann nehmen wir doch erstmal die Truhe mit. Ich wollte gerade schon wieder umdrehen. Granate. Ich habe eine Granate. Ich sollte sie nutzen. Ach du Heilige. Wartet mal. Kann ich die hier? So, das hier kann ich immer noch nicht. Okay. Oh! Ich kann hier nach unten gehen und dann so nach vorne. Brauche ich dafür Energie? Weil jetzt hat es irgendwie gerade nicht mehr so richtig geklappt. Es ist cool, dass ich durch so gesehen Voranschreiten des Spiels mir neue Wege freischalte. Also Wege, die ich halt zum Anfang des Spiels noch nicht hätte benutzen können. Also das mit der Ranke ja da zum Beispiel, das konnte ich ja am Anfang. Moment. Ne, geht nicht. Versuch macht klug. Hätte ja sein können, dass ich da mit dem Ding dann drunter durch kann. Prinzipiell kann ich oben... Okay, da wollen wir mal noch nicht weiter. Auch wenn ich ja mich prinzipiell beeilen muss für manche Wege, will ich mir hier doch erstmal noch so ein bisschen was angucken. Direkt das nächste Portal, interessant. Okay. Da liegt nochmal das Ding, aber das habe ich doch schon. Okay. Werde ich dann vermutlich einfach zweimal einsetzen können. Also, ich werde... Ja, wobei, ich... Muss ich gleich mal testen, ob die dann den Cooldown teilen. Oder wie das funktioniert. Ich kann mich nicht durch die durchrollen, wie in Dark Souls. Ich glaube, die können tatsächlich gar nicht normal angreifen. So, ich werde erstmal wieder hier meine normale Nahkampfwaffe upgraden.
Das war der Händler. Stellt Fallen auf. Beschießt nahe Gegner mit Drehklingen und fügt ihnen Blutung zu. Er leidet 25% weniger Schaden, wenn du in der Nähe bist. Fallen sind... Ja, aber da müssen sie erstmal reinlaufen. Okay. Kann ich das hier eigentlich verkaufen? Kann ich bei dir verkaufen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich verkaufen kann. Ich kann es halt jetzt wieder aufheben, aber es bringt mir ja nichts. Okay. Ah, mal eine Granate werfen. So, upala, das nehmen wir auch mit. Ich habe nicht volles Leben. So, das macht immer noch relativ viel. Allerdings könnte ich hier auch einfach mal den Turret upgraden. Komm. Vielleicht bringt es mir was. Oh, Leute. Oh, shit. Nicht aufgepasst. Nicht aufgepasst, dass ich dafür Geld ausgeben musste. Eisgranate. Friert Gegner ein. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Kann nicht verkauft werden. Ja gut, macht halt mehr DPS. Warum sollte ich es nicht nehmen? Alter. Was ein Quatsch gerade. Okay, da geht's auch wieder weiter. Das hatten wir einmal durch Zufall. Da habe ich, glaube ich, mit dem Bogen drauf geschossen. Gehabt. Und. Ja. So. Er hatte mir geschrieben, ich kann die Tür auch einschlagen, wenn ich die Zellen behalten will. Aber warum sollte ich die Zellen behalten? Also ich wüsste jetzt nicht den Grund dafür. Mutation. Ich könnte mich wieder erstmal unsterblich machen. Oder ich nehme wieder Nekromantie. Aber ich glaube, ich mache mich mal unsterblich wieder. Okay, ich kann es auch einfach so machen. Hattet ihr auch geschrieben, dass es irgendwie Energie wiederherstellt, wenn ich das Ding benutze? Deswegen habe ich es jetzt einfach mal direkt benutzt und nicht. Da ist nichts. Komme ich hier hoch? Ja. Aua. Das war nicht gut, dass ich da reingegangen bin. Zufällig? Nee. Moment. Okay, ich habe irgendeinen Schlüssel bekommen. Interessant. Ah, hier ist wahrscheinlich wieder die erste Tür, genau. Und vor 3 Minuten 10 wurde die geschlossen, okay. Oh shit, das war gar nicht mein Plan. Kann hier was drin sein eigentlich? Könnt ihr mir mal schreiben, wenn ihr es wisst, ob da was drin sein kann? Dürft ihr mir das gerne mal erzählen. Ich war gerade beim falschen Typen. Ich dachte, das wäre wieder so einer mit seinen Klingen. Au. Oh shit.
Ich sammle hier gut Gold. Aber das Gold bringt mir jetzt nur indirekt was. Okay, wir gehen erstmal nach unten. Hier ist auch irgendwas. Grün habe ich aktuell gar nicht. Würde mir zwar 60% Leben bringen, aber... ja. Ich habe ja keine grüne Fähigkeit. Und damit würde ich irgendwie eine Sache verschenken. Finde ich nicht ganz so geil. Okay. Holy shit. Verbrennt Gegner. Wurffackeln. 22 DPS, 105. Keine Farbe, höchste Stufe gilt. Erhöht deine Bewegungsgeschwindigkeit nach dem Töten eines Gegners um 5 Sekunden lang. 175% Schaden gegen gefrorene Ziele. Wirft eine Granate. Ich nehme es einfach mal mit. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber... du? Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Habe ich für alles nicht genug Geld? Okay. Für alles nicht genug Geld. Dann bringt es mir auch nichts. Oh nein, 50% Gesundheit ist extrem geil. Okay, wo haben wir die Dinger? Das war auf jeden Fall der richtige Weg, das ist schon mal gut. Alter! Alter! Das war nur so halb geil. Das ist mein Turret. Healing over time wäre halt mal nice, aber ich glaube, das wäre zu stark. Healing over time könnte halt wirklich zu stark sein. Okay, das schaffe ich so. Die Frage ist, mache ich mir selbst Schaden mit dem Feuer? Will ich es testen? Nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Prinzipiell will ich es testen, aber nee, da ist nix. Hier ist nur wieder so eine komische Figur, aber mit der kann ich noch nichts anfangen. Mal gucken, was man damit später überhaupt machen kann. So, geblockter Angriff schlagen dem Gegner Zähne aus. Ein pro Gegner. Verwandelt Pfeile in Gold. Das ist... ist das eine bessere Variante von dem, was ich habe? Nee. Nee. Brauche ich nicht.
Oh, shit. Ach, du Heilige. Okay. Ich hätte meinen Trank fast vergessen. Die Tür wollte ich eigentlich gar nicht kaputt machen, aber egal. Darum sind halt unglaublich viele Gegner. Okay. Ja, Fähigkeiten sind wichtig und die Frostbombe ist mal extrem nice, muss ich sagen. So, das muss ich mir eigentlich nicht wieder anhören, das kennen wir alle schon. Da geht's lang und da geht's lang. Kann ich mal da unten landen? Moment. Ich habe halt gerade keinen Heiltrank, deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig. Keinen Heiltrank. Ich meine, ich überlebe einmal nach dem Tod, aber eine junge Frau. Gefangener 6541. Sie hält etwas in der geballten Faust. Schaden, den du einsteckst, wird dem Gegner zu... Oh, nice! Kann ich... Ich hab was Neues bekommen. Kenn ich noch nicht. Nein, ja... Wollte eigentlich das andere Ding noch mal kurz in Anführungszeichen nehmen. Da brauche ich noch einen Gärtnerschlüssel, okay. Interessant. Moment, aber hier kann man noch hoch. Ah ja. Schade, 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 schade. Da bin ich auf einem Gegner gelandet. Sah aber auch lustig aus. Kann man hier noch irgendwas machen? Ich glaube, hier wird man irgendwas machen können, aber ja, ich weiß es noch nicht. Vielleicht kann ich es auch noch nicht. Das ist vermutlich sogar das Wahrscheinliche, weil er es noch nicht kann. Das gibt halt 16%. Ja, 60% Leben. 60% Leben sind halt viel. Ja, komm. Dann nehme ich jetzt wieder das hier. Achso. Jemand da? Niemand da? Schade. Okay, das ist ein Portal. Da, hier komme ich noch nicht lang, oder wie? Sehe ich das richtig? Krass. Okay. Da komme ich offensichtlich noch nicht lang.